bla, bla, bla. Ja, sieht aus wie ein Rap-Video mit dem Hintergrund. Ja. Na, weil es so Graffiti ist. Ja, Graffiti ist auch doof. Hi Leute, Buschkopf Dieken hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder draußen und wollte ein paar Sachen wieder testen und euch vorstellen. Unter anderem hier diesen Pouch von Black Lion Gear. Und wenn ihr Bock darauf habt, bleibt dran. Ja, was ist das? Das ist halt ein Tourniquet Holster oder Pouch von der Firma Black Lion Gear. Black Lion Gear ist eine Firma, die 2013 gegründet wurde in Großkreuz, also hier in Brandenburg. Und hauptsächlich Sonderanfertigung fürs Militär oder für die Jagdbedarf anfertigt. Jetzt wird halt immer mehr die Produktreihe halt für Sachen wie Bushcraft, Survival etc. Online-Shop gibt es noch nicht. Der kommt jetzt in diesem Quartal noch raus, hier 2017, erste Quartal. Und eine Facebook-Seite gibt es jedoch. Link unten in der Beschreibung und dann könnt ihr da ein bisschen stöbern. Zum Beispiel eine Axthalterung, eine modulare gibt es da, Tourniquet-Halter, wie auch immer. Schaut doch mal vorbei. Ja, kommen wir zu den technischen Daten von dem Pouch. Der ist streng nach den technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr hergestellt. Wir haben hier 500er Cordura, was verwendet wurde. Alles made in Germany, Handarbeit. Wir haben hier eine Länge von 17 cm, eine Breite von 7 cm und eine Tiefe von 3 cm. Also hier wird man genügend Platz, um halt so ein Tourniquet gut zu verstauen. Des Weiteren ist auch alles schön abgedeckt. Sprich, wir haben nicht das Problem, dass UV-Strahlen das Plastik irgendwie porös machen und angreifen über die Zeit. Deswegen finde ich die Tasche sehr gut. Geöffnet wird es hier an dieser roten Lasche, das mit dem Druckknopf. Einfach aufreißen. Zack, schon kommt der Tourniquet zum Vorschein. Man hat die Möglichkeit, über hier so eine Schlaufe einen Schnipsgummi festzumachen, damit es nicht gleich im Dreck fällt. Rausziehen und dann kann man es verwenden oder halt abreißen, wie man es halt möchte. Denn wenn man möchte, besteht auch die Möglichkeit, das Holster mittels einer Befestigung für die Kleiderschere dazu zu bestellen. Dann wird es aber auch wieder ein bisschen teurer. Das Ganze, so wie es jetzt hier ist, mit der Befestigung für die Tasche, für die Schere, kostet 34 Euro. Ohne Befestigung für eine Schere sind wir bei 28 Euro. Farbe. Die Tasche gibt es in mehreren Farben. Hier jetzt in Coyote, er hat sie dann auch in Oliv, in 5-Punkt-Flecktarn, 3-Punkt-Flecktarn. Multicam hat er auch da. So Sonderanfertigungen wie Green Zone muss man erfragen. Hat er bestimmt auch manchmal einen Stoff da. Da wird es natürlich auch wieder ein bisschen teurer, weil die Stoffe natürlich ein bisschen aufwendiger sind. Das Ganze wird befestigt halt mit so einem Molly Straps, also mit so einem Molly Clips, hier hinten ist Molle dran. Das zeige ich jetzt aber gleich nochmal in der Nahaufnahme. Hier halt ist die Befestigung Molle. Dann und Tasche. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an André von Black Lion Gear, der mir das Pouch zur Verfügung gestellt hat. Ich bin super zufrieden damit. Also mit dieser extra Tasche hier für die Schere, wunderbar. Denn dass das Tourniquet halt komplett UV geschützt ist, brauche ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas porös wird über die Zeit, wenn ich das Tourniquet irgendwo draußen zu befestigt habe. Und ja, ich sag mal, bis bald im Wald, euer Buschköpfchen. Nicht vergessen, Facebook-Seite und Instagram abonnieren, genauso auch die Seite, die Facebook-Seite von Black Lion Gear. Und ja, das wollte ich nur noch kurz loswerden und haut rein.